So Leute, willkommen zurück zu Digimon World Next Order. Wir haben beim letzten Mal Hunger gekriegt, offenbar. Ja, essen wir doch mal was, würde ich sagen. Immer schön füttern. Er hat mehr Hunger. Ja. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich zufrieden bin mit dem, was ich geworden bin. Ja, du wolltest auch beim letzten Mal, glaube ich, zurück, aber deine Werte sehen eigentlich ziemlich fit aus. Ach, ich habe wenig MP, aber macht ja nichts. Eigentlich könnten wir noch weitergehen. Ich weiß gerade nicht mehr, wieso wir zurück wollten. Ich kann es dir gerade nicht mehr sagen. Aber aus irgendeinem Grund wollten wir zurück. Du wolltest zurück. Ich wollte weiter. Kannst du etwas sehen? Ich sehe da einen Charmamon rumrennen. Und da ist das nächste Digimon, das wacht. Ich hatte glaubt, das Birdramon, das heißt, das kriegst du. Wer bist du denn? Ich bin Merdramon. Ich bin entschlossen, dieses Tor für unseren Anführer Lord Taumon zu bewachen. Jenseits dieses Tores beginnt Lord Taumons Revier. Ich kann niemanden erlauben zu passieren. Wenn du passieren möchtest, musst du mich erst besiegen. Alles klar, Meramon. Du glaubst, du kannst mich schlagen? Ich werde dein Selbstbewusstsein niederbrennen. Ja. Du wirst brennen und du wirst weiter brennen, aber uns wirst du nicht besiegen. Weil wir haben da so ein cooles Mega-Level-Digimon. Oder zumindest sowas ähnliches wie ein cooles Mega-Level-Digimon. Ist jetzt die Frage, wen von beiden du meinst? Ja, ich bin nur Ultra. Ach so. Ah, diese Leidenschaft, diese Kraft, die meinem Feuer trotzt. Du bist stark genug, Lord Taumon aufzusuchen. Nun gut, ich lasse dich passieren. Doch auf dich wartet noch ein mächtigerer Wächter. Du solltest dich weiterhin in Acht nehmen. Danke sehr, mach ich. Aber Meramon ist jetzt gar nicht in die Stadt gekommen, ne? Mhm. Was möchtest du? Ich mal ein bisschen nachhüllen. Lalala, nein, das ist es nicht. Lalalala, nee, immer noch nicht richtig. Hey Kumpel, stör mich nicht, ich schaffe Kunst, okay? Okay. Vielleicht brauchst du irgendwas Musikalisches. Vielleicht. Oh, das war ich auch mal. Du bist ein Mensch, der Lord Taumon gegenübertreten will, hm? Wenn du Meramon besiegt hast, bist du mehr als nur das. Doch wer sich auf seine Stärke verlässt, darf von seinen Herren nichts sehen. Nein, dies bedarf ebenso großer Intelligenz. Nur jene, die beides besitzen, dürfen passieren. Zuerst möchte ich deine Intelligenz messen. Ich fordere dich zu einem Kampf des Verstandes heraus. Ja, mach nur. Ich bin gut im Rätseln. Hä? Schockiert? Diese Klontechnik ist mein ganzer Stolz. Mit zwei dieser Klone will ich dich nun prüfen. Nun erlaube mir, dir die Regeln zu erklären.
Zuerst wird dir jeder von uns drei eine Frage stellen. Nur mein wahres Ich wird dir eine Frage stellen, deren Antwort 9 lautet. Errätst du, wer die Antwort 9 hören will? Oder spürst du damit mein wahres... Entschuldigung. Und spürst du damit mein wahres Ich auf? Kämpfst du gegen mich alleine? Lässt du dich jedoch von einer falschen Frage hereinlegen und hältst einen meiner Klone für mich? Musst du gegen mich und meine Klone kämpfen? Gegen alle drei von uns? Nun zeig mir, was du kannst. Okay. Mal gucken, was sie so für Fragen haben. Nun denn, hier kommt eine Frage. Du bist kaum X-Käse hoch. In X-Kuckucks Namen, aber gute Dinge sind X. Das ist die Summe aller Xe. Drei Käse hoch. Drei Teufelsnamen. Und aller guten Dinge sind drei. Summe von allen, Ergebnis einer Plusaufgabe ist 9. Ah. Drei Käse hoch. Heißt das wirklich drei Kuckucksnamen? Nein, es heißt drei Teufelsnamen. Da war doch wieder die Zensur am Werk. Er hat doch wieder jemand an Formulierungen gesägt. Wenn X gleich 9 ist, bin ich es wirklich. Wenn nicht, dein Klon. Ja, aber 9 geht nicht. Weil wenn jedes X 9 wäre... Nein, die Summe aller X, da hieß es. Ah, okay. Du bist es wirklich dann. Ja, du bist es wirklich. Hervorragend. Du liegst richtig. In all den Sprichwörtern kommt eine 3 vor. Wenn du sie alle zusammenzählst, erhältst du 9. Und voll traurig, hätte mir gern die anderen auch angehört. Ja. Blöd, dass es der ganz linke ist. Hätte es nicht der ganz rechte sein können? Wie versprochen, sind meine Klone nun weg. Und nur ich bleibe, um mit dir zu kämpfen. Ist echt voll traurig. Werden wir nie erfahren, was die anderen für Rätsel hatten. Das ist schade. Dreck es ab und lad neu. Nein, das würde jetzt verdroschen. Aber ich will die anderen Rätsel hören. Nie darf ich die an deinen Rätsel hören. Nein. Sehr traurig. Geben Sie sich mit den Rätseln zufrieden, die Sie bekommen. Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Dennoch braucht es für die richtige Entscheidung im Kampf das richtige Maß an der Intelligenz. Ich erkenne sowohl deine Intelligenz als auch deine Stärke an. Du bist würdig genug, Lord Taunmon gegenüberzutreten. Doch ist das nicht so leicht, dass ich so leicht verlieren konnte. Ich darf unserem Lord nicht unter die Augen treten. Dann geh in die Stadt. Bin ich auch dafür. Aber nee, will's nicht. Weißt du ja nicht. Vielleicht ist es da hingegangen. Wir kriegen ja sonst immer eine Meldung, dass irgendwas in die Stadt gegangen ist. Ja, der Weg ist weiter. Da hinten ist es, Taumon. Hey, Taumon. Gigimon schickt uns. Oh, hier kannst du einfach rumlaufen. Gigimon Monster. Nein. Nanimonoka. Wer bist du? Ich bin Rolf. Ich weiß nicht, aber wenn ich die Namen höre, dann werde ich
nie von dir gehört. Aber ich schätze, der Anstand gebietet es, dir zu sagen, wie ich heiße, nachdem du mir deinen Namen verraten hast. Ich heiße Taomon. Was willst du hier, Mensch? Ulf hat Digimons bitte weitergeleitet. Was? Digimon hat dich gebeten, hierher zu kommen? Der alte Kauz will, dass du mich zu ihm bringst? Ich kann nicht behaupten, dass mir die Not der digitalen Welt gänzlich egal ist. Aber die Natur ist vergänglich. Ich glaube daran, eins mit ihrem Lauf zu werden. Wie ein Zweig auf dem Fluss. Außerdem bist du ein Fremdling in dieser Welt. Du kannst uns nicht helfen. Wir können etwas tun. Was sagen wir? Digimon wird enttäuscht sein. Diesen alten Narren bringt nichts zum Weinen. Ich befürchte, das ist deine Stimme. Aber von wem? Der Stimme nach würde ich mal sagen, der weibliche Tamer, der hier mit dabei ist. Okay. Hey, was tust du? Du musst das ernst nehmen, Hulf. Kleines Mädchen, auch du scheinst besorgt um die Krise der digitalen Welt. Warum? Das könnte man sagen. Der Grund, wieso wir zu dir gekommen sind, dem sogenannten weisesten Digimon der digitalen Welt. Ist unsere Suche nach einem Weg zurück in die reale Welt. Das war mir nicht klar. Als unreines Wesen musst du darauf warten, dass der Vollstrecker dich aus dieser Welt tilgt. Was denn jetzt für ein Vollstrecker? Das ist wahrscheinlich unser Gegenspieler. Obwohl ich nicht sicher bin, ob du dadurch in deine Welt zurückgelangst. Vollstrecker? Wenn ihr einen Vollstrecker habt, warum hat der sich dann nicht schon längst um den Maschinendramon gekümmert? Das ist eine berechtigte Frage. Warum hat der Vollstrecker, der in dieser Welt für Ordnung sorgt, nichts gegen die unreinen Maschinendramon getan? Worüber denkst du nach? Ich denke, ich werde dir eine einzige Chance geben. Du hast eine verbotene Saat von Taomon bekommen. Dies ist die Saat unreiner Daten, die es in dieser Welt nicht geben dürfte. Pflanze sie an einem Ort, der nicht von Digimon gestört wird. Beobachte, was in den nächsten 24 Stunden geschieht und erstatte mir dann Bericht.
Mach doch selbst. Und nun geh, Ulf. Die haben Post. Sie noch ein bisschen rumprügeln? Wir gucken erstmal die Post an. Saatpflanzen. Beim Kraftwerk 2 ist eine gute Stelle. Na dann. Gut. Gehen wir zu Fuß oder porten wir uns zurück für Geld? Aber warum willst du dich nicht prügeln? Mit wem? In der Ecke steht doch noch einer, oder? Steht ein Schrein. Links? War da nicht links? Der auf der anderen Seite? Noch jemand? Rechts oder links? Ich hab gedacht, da liegt noch jemand gesehen. Das ist ein Nuss. Also an diesem Ort sind, du kannst auch auf der Minimap gucken, sind nur Taumon und wir. Und diese Nuss. Verdammt. Da habe ich schon wieder Geisterspenster gesehen. Sie sehen aber ein paar Materialien. Bin mir nicht ganz sicher, wo sie Materialien sehen. Und jetzt mir raus, Glow. Zum Glück haben wir Camping-WCs dabei. Ja. Was möchte das Klo nicht? Nein, nur meins muss aufs Klo. Also mit denen da will ich mich nicht prügeln, weil da ist wieder ein Fugamon dabei und das hat uns schon mal auf die Schnauze gehauen. Ich frage mich, warum die stärker sind als das als die anderen, die hier waren, aufgepasst haben. Ich habe keine Ahnung. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, wir können jetzt theoretisch noch da hochgehen. Da geht's zu... zur Feuerwand auf. Das nicht nach Feuerland? Sind da nach Feuerland? Nach Feuerland, ja. Wir können also nach Feuerland gehen oder wir gehen raus. Ja, komm, wir gehen. Einmal nach Feuerland. Einer ist unheimlich unglücklich, warum auch immer. Ich glaube, der mag einfach diese Hitze nicht. Der verträgt die ja nicht. Der ist ja auch schon mehrfach krank geworden. Könnte sein. Deswegen gehen wir jetzt schön hier über den Vulkan. Oh, Digi Silber und Digi Gold und Digi Zoid. Ah, das sind ein bisschen viele. Die sehen doch schwach aus. Weglaufen senkt das Glück unseres Digimon, ne? Okay, zwei sind abgehauen. Das können wir schaffen. Abhauen? Glaube, wir müssen. Weil die werden wir nicht schaffen. Die haben ordentlich ausgeteilt. Ja. Die halten viel aus. Okay, dann kommen wir hier später nochmal wieder, wenn unsere Digimon nach der Wiedergeburt noch mächtiger geworden sind. Es will nicht gegen dich kämpfen. Doch, ich will es. Ab es dir. Renn nicht weg! Meinst du, wenn es allein ist, ist okay oder was? Meins hat nicht mehr viel. Und das hält viel aus. Ja, da schaffen wir schon. Nimm die Superattacken. Melden das so viel aus? Weil es ein hohes Level hat. Gleich noch einer. Gleich meine hinterher. Die reicht noch nicht. Muss noch warten. Gleich geht's. Jetzt. Ich glaube nicht, dass das lang.
Ach doch, das reicht bestimmt. Das gibt's doch nicht. Wie hält denn das aus? Sehr viel. Aber es ist gestunt. Wie viele muss man nur 10, die wir machen? Das hat halt eine Verteidigung aus der Hölle. Okay, mein Hornschlag ist wieder bereit. Nö. Bitte nehmen Sie, was auch immer Sie im Mund haben, aus dem Mund. $2000. Das ist doch mal eine Hausnummer. Ja, aber ich bin schon verletzt. Aber mal loben. Für diesen Kampf. Dann pflaster uns mal. Sehr gut. Das ist nicht hier. Ach doch, die schaffen wir. Ja, aber. Aber jetzt sollten wir halt keinen mehr angreifen. Ja, jetzt sollten wir heimgehen. Ich hab doch gesagt, wir sollen heimgehen, also muss das jetzt nur beschleunigen. Ich hab das jetzt untermauert, mein Wunsch. Ja, damit, dass wir dieses Digimon verdroschen haben. Ja. Aber jetzt können wir auch, kannst du auch nicht mehr bleiben, egal ob du bleiben willst. Das stimmt. Aber jetzt will ich auch gar nicht mehr bleiben. Wir haben ja theoretisch jetzt alles, was wir wollten. Musst aber hoffen, dass du dann vorbeikommst. Ja, es folgt dir. Ah, ist ja abhängen lassen. Oh. War das unser Ausgang? Bist du dir sicher? Ja, neben der Toilette, ja. Ah ja, na dann. Das Ding hat uns erzählt, wie man hier reinkommt. Beziehungsweise wie Ein- und Ausgänge sind. Und wir sind wieder raus. Aber der gibt ja nochmal eine Heildist. Und was leckt und großes Essen. Ja, der gibt großes Essen. Und der hat uns. Macht nix. Ja, wir sind ja schon wieder fast voll. Ja, wir heilen ja beim Laufen. Wäre gar keine Probleme. Hätte man ja auch rumbleiben können. Nee, weil ich habe keine MP mehr. Ja, da habe ich diesmal keine Probleme. Eigentlich nur letztes Mal. Ist ja auch schon auf dem Mega-Level. Ja, diesmal gibt er uns nur ein normales Fleisch. Falsche Richtung. Ja, weil uns so gerne Gras mag. So leckeres Gras, von dem man sich übergeben muss. Lecker. Das ist ein Verwandter von dir. Ganz viele Verwandte von dir. Die mögen mich nicht. Denen habe ich keine Weihnachtskarte geschrieben. Schlecht. Ja, jetzt sind die sauer. Du bist so ein bisschen gestunt. Dann machst du das. Für das letzte bisschen HP. Mit Platin-Kacke bewerfen. So, für ihn haben wir seine Materialien noch nicht richtig angepasst. Weil wir ja noch nichts aufbauen können, weil dafür fehlt ja die richtigen. Lässt du uns in Ruhe? Fehlen ja die richtigen Sachen in der Stadt. Hi.
Atsumatte. Hara hetta kana? Ja, aber bald können wir ja. Ja, die Stadt wächst ja immer weiter. Ich frage mich immer noch, wie wir die Zunahme zwischen den Digimon schaffen. Keine Ahnung. Weil die ist halt nur bei 3. Vielleicht sollte ich mal Combo-Angriffe starten. Falls das überhaupt geht. Kann man das? Weil wir zwei mögen uns ja gar nicht. Schlimmer wäre nur noch, wenn wir ein Minus gewinnen. Dann gehen wir kurzerhand beim Kraftwerk jetzt vorbei, würde ich sagen. Und pflanzen? Ja. Wir müssen ja eh 24 Stunden warten. Du musst ja auch noch beobachten. Das bedeutet, du musst dann in der Wildnis schlafen. Willst du das? Nee, wir kommen einfach nach 24 Stunden wieder. Das muss reichen. Nee, du sollst ja beobachten, was passiert. Ja, was passiert ist nach 24 Stunden. Ach so, ich dachte, du sollst beobachten, was passiert in den 24 Stunden. Aha. Dahin. Da ist sogar Salamon wieder. Salasamon? Nein, Salamon. Ach, Mann. Sieht auch Salasamon sein. Du hast die verbotene Saat eingepflanzt. Komm in 24 Stunden wieder, um zu sehen, was passiert ist. Es ist was gewachsen. Bin mir ganz sicher. Das wäre aber schlecht, wenn was wächst. Wieso? Ja, es ist ja die verbotene Saat. Das heißt, der Vollstrecker sollte sich drum kümmern. Aber es ist eine Saat, also wächst da was. Aber wenn sich der Vollstrecker nicht drum kümmert, dann stimmt was nicht. Tja, dann kannst du es ja verhauen. Soll ich mich da mit der Pflanze prügeln, oder was? Richtig. Am Ende wächst er echt irgendwie ein Vegimon oder irgendwas. Ein schwarzes Vegimon. Ach, angekommen. Angel noch was. Angel uns noch einen schönen Fisch. Wie hieß dieses andere nicht Vegimon, das passende Äquivalent dazu? Mir fällt es gerade nicht auf, das ist die Unkraut-Version davon. Sasumon war das. Und, kriegen wir was? Ah, nur so einen kleinen. Oh, ich will was Großes fangen. Forelle. Schwarze. Oh, oh. Toilettenpause. Ja, mein Dämon muss immer aufs Klo. Deins irgendwie gar nicht. Komischerweise wirft es ja auch mit dem, was es normalerweise da reinbringen müsste. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Vermutlich besser. Solange es kämpft, muss es nicht. Yes. Digika Rausche. Wir haben bisher nur einen Koi gefangen. Mhm. Karpfen. Noch ein Koi. Gute Stelle hier. Und jetzt beißen sie nicht mehr, jetzt wo ich es gesagt habe. Sehr wahrscheinlich. Bin mir ganz sicher. Doch, zumindest ein Setzling beißt noch. War nicht schnell genug gerade beim Husten. So, ausgeangelt. Den Pilz nehmen wir noch mit.
Brauchen ja immer genug zu essen. Ein paar Materialien, solange wir sie noch tragen können. Bisschen Kupfer, ja, nehmen wir. Weiß nicht, wofür wir es brauchen, aber nehmen wir mit. Bauen wir Stromleitungen mit. So. Waren nicht die Schienen früher auch aus Kupfer? Kann sein. Ja, dann sammel mal alles. Haben wir schon. Was? Okay. Oder? Ah, erst morgen. Gab's nicht hier auch irgendwas zu holen? So Daily Login oder so, was man halt nur in Real Life Login machen kann? Wegen Geschenk? Naja, haben wir alles schon. Okay. Wir haben Post. Tagesaufgabe, Schlafnuss sammeln. Sammle eine Schlafnuss. Belohnung 1000 NWP. Das ist wohl, wenn man da an das Ding geht, kriegt man so Online-Missionen. Na, auch nicht schlecht. Nehme ich jetzt einfach mal an. So, das wird uns beim Training helfen. Ein Sakura-Rettich. Stimmt, wir wollten ja ein Training verbessern. Haben wir das schon gemacht? Nee. Also TP oder MP wäre ich dafür, aber... Dann nehmen wir TP. Noch mehr können wir uns nicht leisten, ne? Oh, 5.900 haben wir immer noch. Ja, wir waren ja, haben ja uns auch gerade 2.000 bei dem einen Kampf bekommen. Das stimmt. Also Ausdauer gäbe richtig Zaster, ne, wenn wir das machen. Ja komm, dann Ausdauer. Auf. Du hast echt hohe Werte. Naja, ich hab, guck mal, MP hab ich fast gleichen wie du. Also MP bin ich nicht viel höher als du. Ich habe halt viel Trefferpunkte, aber ich bin ja auch voll auf Trefferpunkte gegangen. Ja, das stimmt. Ganz normal. Da ich nicht weiter aufleveln kann, brauche ich eigentlich gar nicht mehr weiter trainieren oder so. Stärke schadet dir nicht. Aber die haben Hunger. Merk schon. Hier, bei den Karpfen. Ich würde die jetzt nicht mehr drauf, weil es so gut war. Ich hätte jetzt normales Nahrung verfüttert, weil die werden nicht mehr lange da bleiben. Meins könnte noch mal digitieren. Ja, ist wohl gut. Ehrlich, immer noch Hunger? Ach, sie wollen gelobt werden. Ja, halt so viele Infos. Eigentlich will ich mal in meine Geschichte gucken. Ah, Partner. Ne, ich bin noch keine 11 Tage alt, ne? Mm-mm. Du hast noch keinen Derfschein. So. Wollen wir noch trainieren oder rausgehen? Ich würde noch ein bisschen trainieren. Ich würde erst rausgehen, wenn die... Aus dem Nichts Zähmerstufe gestorben. Wir können eine neue Fähigkeit erwerben. Na dann. Behandlungsart. Wir könnten auch machen, dass mehr, also bessere Attribute übernommen wird. Nach dem Tod. Oder wir können sagen, mehr Leben durch Digitation. Oder wir können einfach was anderes erhöhen. Verringert Erschöpfung durch Training. Da müssten wir aber sparen.
Kriegen wir irgendwo zwei Sachen hin? Zwei Sachen? Ja, wenn wir sowas hier machen. Die Lebenspflegeart. Hm. Oder die Entwicklungsart? Ne, da kriegen wir nur eins hin. Attributwerte bei Digitation erhöhen, wäre halt auch cool. Ja. Ja, komm, dann nehmen wir das. Saat ist ja eh schon gepflanzt, können wir nichts dran machen. Was hast du für uns? Ein Ginseng, der kein Ginseng ist. Deswegen, ich würde jetzt einfach ein bisschen mit den guten trainieren. Also ich würde Weisheit machen. Was das für dich sein? Ja, dann nehme ich Ausdauer wieder. Ich würde jetzt Geschwindigkeit erhöhen. Dann nehme ich DP. Will erstmal alle über 700 kriegen. Alle Werte. Vor allem, wenn wir jetzt das DP eine bessere Trainingsmaschine haben. Ja, das stimmt wohl. Ich würde noch einmal dabei bleiben. Ja, dann nehme ich nochmal DP. Das war ja einfach. Ja, das war tatsächlich einfach. Also da konnte, also wenn du da jetzt daneben geklickt hast, dann wäre ich sofort aus dem Stream rausgegangen. Nein, aus der Aufnahme. Also ich, obwohl, ne, ich möchte Stärke. Ich würde Stärke nehmen. Ja, dann nehme ich MP. Ich versuche immer den Gegenspieler zu machen diesmal. Keinen Verbündeten. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Ich auch nicht. Gotti. Gohan Time da. Gohan Time da. Oh, dein Dämon ist müde. Ja, du musst jetzt meins so lange am Leben erhalten, bis deins auch stirbt. Ja. Also geh gut mit ihm um. Lass ihm am besten alles durchgehen, nicht tadeln. Meinst du, davon lebt's länger? Ja, ja, definitiv. Also ich würde dann gerne Geschwindigkeit gehen, wenn du noch weiter Stärke gehst. Ja, einmal möchte ich noch. Aber ich würde sagen, das reicht mal für den Part. Na gut. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, freuen wir uns immer drüber. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Digimon World Next Order. Bis dann, euer Wolf. Tschüss.